Sie sind hier, 3. Juli 2018, 17.24 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jeannie Boucher steht in der zweiten Runde von Wimbledon. Urheberrecht Getty Images. Jeannie Boucher zieht nach der erfolgreichen Qualifikation auch in die zweite Runde von Wimbledon ein. Besonders im ersten Satz lässt sie ihrer Gegnerin keine Chance. Jeannie Boucher steht in der zweiten Runde von Wimbledon. Die Kanadierin siegte in ihrer Auftaktparty gegen Gabriella Taylor mit 6 zu 0, 4 zu 6 und 6 zu 3. Dabei erwischte die 24-Jährige einen Traumstart und gewann den ersten Satz ohne einen einzigen Spielverlust. Jedoch ließ sie in der Folge etwas lockerer und brachte dadurch ihre britische Kontrahentin zurück ins Spiel. Boucher bestätigt zuletzt gute Form. Im entscheidenden dritten Satz fand Boucher allerdings wieder zu ihrem Spiel zurück und ging schnell mit 3 zu 0 in Führung. Zwar konnte sich Taylor noch einmal auf 3 zu 5 herankämpfen, am Ende stand jedoch ein relativ ungefährdeter Sieg für die ehemalige Nummer 5 der Welt zu Buche. Der Erstrundensieg war zugleich der vierte Erfolg für Boucher in Serie. Bereits in der Qualifikation hatte sie nacheinander gegen ZHU Lind, Karolina Muchova und Mariana Dybmarino gewonnen und damit nach langer Zeit wieder für positive Schlagzeilen auf dem Platz gesorgt. Generell ist Wimbledon ein gutes Pflaster für Boucher. Mit dem Einzug ins Finale gegen Petra Kvitova gelang ihr dort 2014 der bislang größte Erfolg ihrer Karriere.